Hey Leute und willkommen zu diesem kleinen Außerhaus-Vlog oder wie man das nennen kann. Ich wollte mal eine kleine Ankündigung machen und dafür einfach mal einen anderen Hintergrund benutzen. Und ich fand die Idee ganz schön, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen kalt ist hier bei mir. Ja, und zwar ein paar wichtige Sachen. Im Titel lest ihr schon, aber erstmal was anderes. Und zwar der Kochvideo-Wettbewerb geht jetzt noch ein paar Tage. Also noch zwei, glaube ich, oder drei, um genau zu sein. Also wenn ihr jetzt noch was machen wollt, dann wird es ziemlich knapp. Eine hat sich gerade noch angemeldet, die wird jetzt an diesem Wochenende noch was drehen, was dann wahrscheinlich erst nächste Woche irgendwann ankommen wird. Also ich werde es auch nicht ganz so genau nehmen, wenn das erst am 3. ankommt, wie schon mal gesagt. Ja, aber dann ist es halt vorbei und demnächst werden auch die ganzen Kochvideos von euch sozusagen hochgeladen. Ja, aber dazu werde ich auf jeden Fall nochmal ein extra Video machen. Achso, und wenn ihr euch gefragt habt, warum jetzt in letzter Zeit so extrem wenig Videos von mir kamen, also ich hatte ja mal angekündigt, dass ich weniger machen will, aber so wenig hatte ich dann doch nicht geplant. Meine Festplatte war ja letztes Jahr kaputt und die Videos waren erstmal futsch, die sind jetzt wieder da. Dafür ist drei Tage, nachdem die Festplatte wieder da war, ist mein PC hops gegangen. Ja, deswegen konnte ich erstmal gar nichts machen. Also ich konnte auch keine Videos schneiden. Dafür hätte ich halt Dietlens Rechner benutzen müssen und der würde das, glaube ich, nicht packen. Deswegen kam jetzt so ewig lange gar nichts. Ja, aber es wird, wie gesagt, mit dem Kochvideo-Wettbewerb weitergehen. Erstmal und dann, ja, werden wir mal sehen. Ja, und das Hauptthema, weswegen wir eigentlich dieses Video hier machen wollen, ist, wir möchten ein veganes Restaurant eröffnen und zwar in Rostock. Also der Josef Dietlend und ich hatten diese Idee und sind gerade auch ganz stark dabei, am Konzept zu arbeiten, am Businessplan und so weiter und so fort. Eine Facebook-Seite gibt es auf jeden Fall schon, verlinke ich euch wieder unten. Ein paar haben auch schon drauf geklickt und ich habe auch ein paar Mal schon auf meiner Kochsvegan Facebook-Seite darüber geschrieben. Aber jetzt wollte ich es nochmal als Video schon mal ankündigen, weil ja doch auf YouTube die meisten Zuschauer sind. Also mehr als auf Facebook und auf allen anderen Sachen, wo ich so angemeldet bin. Das Restaurant, was wir uns vorstellen, das soll auf jeden Fall bio, also bio-vegan werden, mit großem Augenmerk auf die saisonale Küche, auf die regionale Küche. Und es soll auch in anderen Bereichen nachhaltig angelegt sein. Also wir wollen zum Beispiel so weit wie möglich auf Plastik verzichten. Besonders wenn wir auch To-Go-Sachen verkaufen, dass die in Pappbechern oder was es da an abbaubaren Verpackungsmöglichkeiten gibt, anbieten. Und wenn ihr jetzt hört vegan und denkt, da gibt es dann irgendwie vegane Seitan-Burger, vegane Tofu-Burger und gebratene Tofu-Bratwürstchen und so weiter und so fort. Natürlich kann es passieren, dass es das auch mal gibt. Wobei, weiß ich noch nicht, aber eigentlich will ich davon absehen. Also im Grunde möchten wir uns gerne auf die, auf die Hauptsache der veganen Küche konzentrieren, nämlich auf Gemüse im Endeffekt. Und auch wegkommen von diesen Fertigprodukten sozusagen. Also diesen Tofu-Würstchen sind ja im Endeffekt ein Fertigprodukt sozusagen. Und auch diese nachgemachten Fleischsachen, halt auch Würstchen, Steaks und so weiter. Natürlich wird es Tofu geben und es wird auch mal Seitan verwendet werden. Aber das wird jetzt nicht im Mittelpunkt stehen. Ja, und saisonal auf jeden Fall ist klar. Also im Sommer wird es halt Sommergemüse geben, Tomaten, Auberginen und so weiter. Im Frühling vielleicht Wildkräuter, Sachen. Im Winter dann halt eher Kohlgerichte. Also das wird schon so ausgelegt werden, dass man halt auch mal wegkommt von diesem Denken, dass man das ganze Jahr über zum Beispiel Tomaten bekommt oder so. Also es gibt ja das ganze Jahr über Tomaten, auch im Bio-Bereich, die sind halt ein bisschen teurer. Aber es gibt sie halt und dann fragt man sich natürlich, wo sind die gewachsen und warum sind die gewachsen. Da auf jeden Fall
möchten wir auch ein bisschen sensibilisieren, einfach damit wir unsere, einfach indem wir unsere Karte so gestalten, dass wir sagen können, ja, jetzt gibt es halt keine Tomaten, jetzt gibt es halt Salate aus anderen Sachen, die es halt einfach im Winter gibt zum Beispiel. Ja, regional ist immer ein großes Wort, das kann alles Mögliche bedeuten, auch deutschlandweit zum Beispiel. Aber wir wollten da eigentlich versuchen, wirklich so regional wie möglich zu sein. Also in Kontakt zu treten mit den Biobauern, die es so in der Umgebung von Rostock gibt, mit denen man einfach, ja, irgendwelche Absprachen hat, dass man da halt so und so viel Gemüse bekommt. Es ist natürlich nicht immer so einfach umzusetzen, weil wir auch viel von Bio-Großhändlern bekommen müssen und da muss man immer einen Mindestbestellwert zusammenbekommen und so weiter. Es ist nicht immer ganz so einfach, aber ja, wir werden das auf jeden Fall, soweit es möglich ist, versuchen umzusetzen. Und was mir da auch sehr wichtig sein wird, ist die Transparenz, also dass ihr auch immer erfahren könnt, entweder durch die Videos oder auch direkt bei uns im Restaurant dann, wo die Lebensmittel denn jetzt herkommen. Und ja, wir werden natürlich nicht nur regional sein, wie schon gesagt. Erstmal können wir auch deutschlandweit unsere Ware beziehen. Außerdem, wenn wir sowas haben wie Bananen, Cashewkerne, sowas in der Richtung, dann werden wir wohl nicht darum kommen, einfach die von weiter weg zu bestellen, weil Bananen wachsen in Mecklenburg nicht so gut. Ja, zu unserer Karte, wir werden auf jeden Fall auch viel auf Allergene achten, also Gluten, Soja und so weiter. Also es wird nicht jedes Gericht bei uns irgendwie mit Sojasahne abgebunden sein oder so. Und außerdem wollen wir auch ein paar Rohkostgerichte anbieten, also ja, Gerichte und auch Torten. Einfach um ja, die Gesundheits, also den Gesundheitsaspekt einfach noch ein bisschen höher zu stellen, indem wir einfach da in der Richtung auch was anbieten. Ja, Rohkosttorten wird es geben und auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Torten, also normale vegane Torten oder beziehungsweise Kuchen. Werden wir versuchen auch mit anzubieten und werden auch mal sehen, wie das angenommen wird. Es gibt ja schon einen in Rostock hier, das Vegangster, der glaube ich einmal in der Woche auch Kuchen und Torten anbietet. Ja, werden wir mal schauen. Auf jeden Fall wird es in der Richtung auch ein Angebot geben. Ja, wir sind auch schon auf der Suche nach einem geeigneten Laden. Also das ist noch nicht in Sack und Tüten, wie man so schön sagt, sondern ja, wir suchen halt noch, haben gerade einen in Aussicht, der ziemlich vielversprechend aussieht. Und ja, und auch finanziell besser aussieht als ein anderer, den wir uns mal angeguckt hatten, wo wir dann erstmal pleite gewesen wären, wenn wir den genommen hätten am Anfang. Deswegen ja, ist der auf jeden Fall schon mal vielversprechender. Ja, werde ich auch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn wir da irgendwie schon sicher sind, wo der Laden sein wird. Dann ja, werde ich euch das auch auf jeden Fall mitteilen, der Laden, mit dem wir jetzt gerade liebäugeln, der befindet sich in der Altstadt. Aber ja, ich bin mal gespannt. Apropos Finanzierung, es wird auch ein Crowdfunding geben. Das sollte jetzt die nächsten Tage auch starten, also zumindest die erste Phase, also die Fans-Sammelphase. Ja, werde ich auch nochmal als Video ankündigen und auf der Facebook-Seite und so weiter. Also, wenn ihr da auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann am besten gleich mal liken. Ja, so viel dazu. Ich habe euch jetzt erstmal eine Weile zugelabert, um euch erstmal auf den neuesten Stand zu bringen, was demnächst so abgehen wird auf meinem Kanal und bei uns und bei euch in eurer Umgebung, wenn ihr denn in der Umgebung von Rostock wohnt. Ja, auf jeden Fall freue ich mich auf euer Feedback schon mal und freue mich auch, wenn ihr die Facebook-Seite, die ich unten verlinke, erstmal schon mal liked, um da auf dem neuesten Stand zu bleiben. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss. Ja, eins habe ich noch vergessen und zwar, wir wohnen noch nicht in Rostock, also momentan noch in Klütz in der Nähe von Wismar und sind auf jeden Fall auch gerade auf der Suche nach einer Wohnung. Suchen da schon das halbe Internet ab. Also wenn ihr jemanden kennt, der irgendwie günstige Wohnungen vermietet oder besser gesagt schöne, günstige Wohnungen vermietet, dann ja, gebt mir auf jeden Fall Bescheid.
würde ich mich sehr drüber freuen. Okay, bis demnächst. Tschüss.